Herr Rabanus, zunächst herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Nominierung. Wir haben drei Fragen vorbereitet, die Sie uns gerne beantworten mögen. Die erste lautet: Was mögen Sie besonders am Rheingau-Taunus-Kreis? Das Gesamtpaket. Wir sind eigentlich wirklich der schönste Kreis in Deutschland. Wir haben eine tolle Kulturlandschaft im Rheingau. Wir haben eine wunderbare Landschaft, naturbelassener, hier bei uns im Untertaunus. Wir haben eine hohe Lebensqualität, wir haben eine niedrige Arbeitslosigkeit. Wir sind ein familienfreundlicher Kreis und das möchte ich als Landrat des Rheingau-Taunus-Kreises weiter ausbauen. Warum wollen Sie Landrat werden? Was motiviert Sie? Es hat mich immer politisch motiviert, das, was mich umgibt, tatsächlich auch mitzugestalten und mich nicht sozusagen gestalten zu lassen. Das ist der Grund, warum ich in die Kommunalpolitik gegangen bin. Insofern ist das jetzt ein bisschen so wie Heimkommen. Aus dem politischen Berlin, in dem ich ja auch 8 Jahre gewirkt habe. Aber auch da ist es die Grundmotivation, wirklich zu sagen, wir wollen uns das, was uns umgibt, selber gestalten. Ich habe eine ordnungspolitische Vorstellung von einer Gesellschaft, die zusammenhält, von einer Gesellschaft, die eben nicht auseinanderdriftet. Und das möchte ich gerne einbringen. Wie wollen Sie die Bürger überzeugen, Sie zu wählen? Was haben Sie vor? Naja, zum einen kann ich natürlich mit meiner Erfahrung auf den unterschiedlichen politischen Ebenen sozusagen möglicherweise punkten. Es ist so, dass ich in diesen fast 25 Jahren, in denen ich politisch tätig bin, auch immer authentisch geblieben bin. Das ist mir wichtig. Ich habe immer die Bodenhaftung behalten. Auch das ist und war mir wichtig. Und ich bin nun seit über 20 Jahren im Kreistag des Rheingau-Taunus-Kreises und habe das ein oder andere ja schon mitgestaltet, im Bereich der Schullandschaft beispielsweise, im Bereich von sozialen Aktivitäten, die wir im Kreis haben. Und daran anknüpfend, glaube ich, müssen wir die drei großen Herausforderungen schaffen. Wir müssen handlungsfähig bleiben in unserer Verwaltung und in unseren Behörden handeln. Wir müssen Krisen meistern und wir müssen sehen, dass wir die Lebensqualität in unserem Kreis weiter verbessern. Das sind die drei großen Herausforderungen, die ich sehe. Und das mit mir zu gestalten, mit der Perspektive 2030, das ist etwas, was ich anbiete und einbringen möchte. Herr Rabanus, herzlichen Dank für das Gespräch.